Frau Präsidentin, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Bundeswehr wird vom Stützpunkt Incirlik abgezogen. Diese Entscheidung ist richtig und diese Entscheidung ist überfällig. Dass Deutschland die Bundeswehr aus einem laufenden Einsatz aus einem NATO-Mitgliedsland abziehen muss, weil sich dessen Regierung weigert, uns Abgeordneten den Besuch unserer Soldatinnen und Soldaten zu gewähren und dieser Einsatz stattdessen in ein Nicht-NATO-Mitgliedsland verlegt werden muss, meine Damen und Herren, das ist ein einmaliger Vorgang. Mit dem Abzug aus Incirlik, das muss man vermutlich so sagen, sind wir an einem vorläufigen Tiefpunkt in den Beziehungen zur Türkei angekommen. Aber eines ist mir ganz wichtig. Es gibt keinen Grund, über die heutige Entscheidung Genugtuung zu empfinden. Dafür sind die Beziehungen zur Türkei zu wichtig. Und deswegen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, will ich noch mal daran erinnern, worum es bei diesem Streit im Kern eigentlich ging. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Wir, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, entscheiden, ob wir Soldatinnen und Soldaten in bewaffnete Einsätze schicken. Und wir entscheiden im Zweifel auch, die Soldatinnen und Soldaten, wenn nötig, zurückzurufen. Und es muss eine Selbstverständlichkeit sein, und es ist auch in allen anderen Einsatzorten eine Selbstverständlichkeit, dass wir die Soldatinnen und Soldaten, die wir mit unserer Verantwortung in Einsätze schicken, dort in diesen Einsatzorten auch besuchen dürfen. Und ich will daran erinnern, es war nicht der Deutsche Bundestag, der diese Besuche politisiert hat. Es war Präsident Erdogan. Und offensichtlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, ging es dem türkischen Präsidenten dabei nicht nur um diese Frage. Es ging ihm um Innenpolitik. Es ging ihm doch darum, zu mobilisieren vor einem innenpolitisch hochbrisanten Referendum eine emotionale Debatte loszutreten. Und er hat dafür die Beziehung zu unserem Land schwer strapaziert und in einigen Punkten sogar aufs Spiel gesetzt. Mit staatsmännischem Verhalten, meine Damen und Herren, hat das nichts zu tun. Und will das hier noch mal darstellen. Um diese Verfassungsreform durchzusetzen, ließ Erdogan den Konflikt mit Deutschland eskalieren. Und sowohl die Präsenz der Bundeswehr als auch die willkürliche Inhaftierung deutscher Staatsbürger wie etwa Deniz Yücel und anderen wurden von Präsident Erdogan genutzt, um sie quasi in eine politische Geiselhaft zu nehmen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, Außenminister Gabriel zu danken, dass er nie Zweifel daran gelassen hat, dass Forderungen Ankaras, wir sollten Türkinnen und Türken, die in Deutschland Asyl bekommen haben, nach dem Putschversuch ausliefern. Er hat das stets mit großer Klarheit zurückgewiesen, überhaupt eine Verknüpfung herzustellen, denn das hat die türkische Seite, meine Damen und Herren, von uns erwartet. Freilassung von Herrn Yücel gegen Zugeständnisse, Besuchsrechte für die Bundeswehr gegen politische Zugeständnisse, das ist inakzeptabel. Und alleine diese Forderung zeigt, was für ein hanebüchendes Rechtsverständnis der türkische Präsident hat. Herr Erdogan, nehmen Sie zur Kenntnis, in Deutschland entscheiden nicht Präsidenten oder Kanzler, sondern unabhängige Behörden und Gerichte darüber, wer politisches Asyl gewährt bekommt. Und wenn Sie, Herr Erdogan, daran etwas ändern wollen, dann sorgen Sie dafür, dass in Ihrem Land die Menschenrechte wieder respektiert werden. Dann müssen Ihre Bürgerinnen und Bürger auch nicht in Deutschland Asyl beantragen. Meine Fraktion steht fest an der Seite der Demokratinnen und Demokraten in der Türkei. 50%, möglicherweise sogar mehr, haben ja gegen den Referendumsentwurf gestimmt. Und diese Menschen dürfen wir bei allem Streit in dieser Situation nicht vergessen. Und ich glaube, dass zu einer nüchternen Analyse der deutsch-türkischen Beziehungen auch eine selbstkritische Betrachtung gehört. Wir müssen auch eingestehen, dass es auf deutscher Seite Fehler gegeben hat. Und ich komme nicht drum herum, darauf hinzuweisen, dass es Kanzlerin Merkel war, die CDU, CSU und ihre europäischen konservativen Freunde, die die Türkei jahrelang auf Abstand gehalten haben. Leider auch in einer Zeit, in der es in der Türkei
noch Reformbemühungen gegeben hat. Wir haben dieses Momentum verspielt, und das ist auch ein Teil unserer Verantwortung. Aber natürlich, meine Damen und Herren, gehört zu dieser Analyse auch, dass die Eskalation von Ankara ausging. Und die Bundesregierung hat immer wieder und immer wieder versucht, Kompromisse zu schmieden, hat immer wieder versucht, im Gespräch zu bleiben, eine gesichtswahrende Lösung zu erreichen. Herr Erdogan hat sich anders entschieden. Wir haben auch den Dialog von parlamentarischer Seite gesucht. Und auch der ist abgewiesen worden. Das haben Frau Roth und ich vor wenigen Tagen erlebt, dass eine Delegation nicht ins Land gelassen wurde, dass die Signale eindeutig waren. Und jetzt weiß ich, dass von der Opposition und auch von vielen Bürgerinnen und Bürgern gesagt wird, ihr habt euch da hinhalten lassen, habt euch da sozusagen vorführen lassen. Ich sage, das Gegenteil ist der Fall. Jeder Versuch, im Gespräch zu bleiben, war es wert. Dafür ist diese Beziehung zu wichtig. Und es handelt sich bei einer Truppenverlegung in einem laufenden Einsatz ja auch nicht um irgendeine Banalität. Aber nachdem das letzte Gespräch gescheitert war, nachdem Frau Merkel kein Ergebnis erreicht hat im Gespräch mit Herrn Erdogan, ist jetzt Klarheit gefragt, Kolleginnen und Kollegen. Genug ist genug, die Bundeswehr muss abgezogen werden, und wir sind auf dem richtigen Weg. Ich glaube, das ist die Botschaft des heutigen Tages. Und ich will an dieser Stelle auch der jordanischen Regierung danken. Wir haben uns den Abzug nicht gewünscht. Wir haben dafür gearbeitet und gekämpft, dass die Bundeswehr in Incirlik bleiben kann, auch als ein Symbol für die deutsch-türkischen Beziehungen. Aber jetzt ist entschieden worden, und deswegen will ich auch sagen, es ist vielleicht eine Koinzidenz, aber keine schlechte, dass wir in einer schwierigen Lage, Sie wissen alle, die Kämpfe an der jordanischen Grenze nehmen an Intensität zu, einem Land, das Hunderttausende von Flüchtlingen aufgenommen hat, das sich in den letzten Jahren als ein stabiler, als ein verlässlicher Partner erwiesen hat, jetzt auch diese Unterstützung symbolischerweise zukommen lassen können. Ich glaube, das ist die richtige Botschaft. Und lassen Sie uns nach einer auch emotionalen Debatte in diesem Hause, in der Gesellschaft, doch eines festhalten. Das Prinzip der Parlamentsarmee hat sich bewährt. Es hat sich auch bewährt in einer Zeit höchster Spannung und großer Krisen. Lassen Sie uns an diesem Prinzip nicht rütteln. Ich danke für die Aufmerksamkeit, und ich bitte um Zustimmung. Vielen Dank, Herr Kollege Annen. Jetzt hat das Wort Dr. Gregor Gysi für die Fraktion Die Linke.